Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da hinten seht ihr ein bisschen Holz, denn gestern ist eine Holzlieferung angekommen für die nächsten Projekte, für die nächsten Möbel, die ich zu Hause haben will und vor allen Dingen für die nächsten Werkstattprojekte. Ihr seht, das ist relativ viel Massivholz, denn die nächsten Werkstattmöbel sollen größtenteils aus Massivholz hergestellt werden. Warum das so ist, werde ich euch auch in dem heutigen Video sagen. Ich werde heute nichts bauen, ich werde euch heute so ein bisschen was über den Prozess erzählen, wie es bei mir gewesen ist, als ich zum ersten Mal Holz bestellt habe. Ich hatte früher nämlich die riesige Angst, dass ich Holz kaufe oder dass ich zum Holzlieferanten gehe und sage, ich will die und die Bohle und dann kostet es am Schluss 1500 Euro. Die Kohle hatte ich nicht, deswegen hatte ich davor halt echt riesige Angst. Deswegen soll das hier so ein kleiner Erfahrungsbericht sein. Ganz wichtig, ein Erfahrungsbericht. Ich bin kein Schreiner, ich habe von niemandem das irgendwie gesagt bekommen. Deswegen, ich werde euch heute mal so meine Erfahrungen schildern und ich werde euch mal sagen, wie viel ich genau wirklich für das Zeug da hinten bezahlt habe, damit ihr vielleicht auch mal hier so einen gewissen Vergleichspunkt habt. Also, im heutigen Video gibt es die Evolution meines Holzeinkaufs. Ich werde euch erstmal zeigen, was ich gekauft habe. Natürlich ist im Moment nicht die beste Zeit, um so ein Video zu machen, denn die Holzpreise verändern sich derzeit relativ stark, zumindest mal, was das Plattenmaterial angeht. Was habe ich gekauft? Ich habe einmal 3 Multiplex-Platten gekauft, 2 Stück in 9 mm Stärke und ein Stück in 12 mm Stärke. Dann habe ich dieses Mal kein Eichenholz gekauft, weil ich habe einfach mal beim Holzlieferanten gefragt, okay, was gibt es noch für Hölzer oder gib mir einfach mal ein paar Preise von den Hölzern. Und da war ich echt glücklich, dass ich das gemacht habe, denn da habe ich die Preise von Buchenholz und Eschenholz bekommen. Auch hier wieder eine ganz wichtige Information. Ich werde euch Kubikmeter Preise nennen. Holzpreise sind Tagespreise. Das steht auch bei euch auf dem Angebot dann drauf, wenn ihr euch Holz oder euch Holzpreise besorgt. Deswegen nehmt jetzt meine Preise nicht als Goldregel. Grundsätzlich nehme ich meistens die schlechtere Qualität. Das heißt zum Beispiel Treppenqualität. Es gibt zum Beispiel bei Eichenholz die zwei Qualitäten, die mir bekannt sind. Das ist einmal Leistenqualität und einmal Treppenqualität. Keine Ahnung, warum die so heißen. Es ist einfach so. Treppenqualität ist die schlechtere, also mehr Äste. Leistenqualität ist die bessere Qualität. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Qualität Leistenqualität heißt, weil man da eben meterweise lange Stücke sehr gutes Holz braucht, um halt eben vielleicht Leisten herzustellen. Aber wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das sind alles Erfahrungswerte. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe einfach gefragt und das sind die Antworten, die ich bekommen habe. Hier haben wir einmal Buchenholz. Das sind alles 27 mm starke Bohlen bzw. Bretter. Und hier haben wir so ein bisschen Eschenholz. Hier haben wir noch eine Eschenbohle. Noch eine Eschenbohle. Und noch eine Eschenbohle. Das hier gehört nicht dazu, das hatte ich noch. Und dann haben wir hier noch eine Eschenbohle. Die waren einfach ein bisschen kürzer. Deswegen liegen die noch nicht hier drauf. Wie gesagt, das sieht alles genauso aus wie gestern, als das Holz angekommen ist. Punkt Nummer 1. Ihr wollt ein bisschen Holz kaufen, weil ihr ein Projekt realisieren wollt. Zuallererst mal, wie gibt man die Menge bei dem Holzlieferanten an, wenn man Holz bestellt? In Kubikmeter. Wie rechnet ihr das Ganze aus? Ist relativ simpel. Wir nehmen jetzt einfach mal das Volumen von dieser Multiplexplatte, die dort liegt. Die ist 2,5 Meter lang mal 1,25 Meter breit. Jetzt die Stärke, die ist 15 mm stark, also mal 0,015. Das bedeutet, wir haben hier 0,046 Kubikmeter. Das heißt, ihr könntet jetzt sagen, lieber Holzlieferant, ich hätte gern 0,046 Kubikmeter, weil ich so viel Holz nur brauche. Bei Massivholz ist es natürlich so, ihr habt Verschnitt. Das heißt, ihr müsst ein bisschen mehr einplanen, damit ihr später so eine Platte hier auch rausbekommen könnt. Ich mache es meistens so, gerade wenn es wirklich kleinere Mengen sind und das hier ist wirklich eine kleinere Menge, dann nehme ich einfach das Volumen mal 2, aber grundsätzlich können davon verschnitzt zwischen 30 und 100% ausgehen. Ich sag mal, das sind die möglichen Werte, aber so die realistischen Werte, gerade wenn man keine Auftragsarbeiten macht, das heißt, man kann hier vielleicht ein Riss mehr mit einbauen, geht man von 30 bis 60% aus. Das sind so die Punkte, mit denen ich immer gerechnet habe. Also nehmen wir einfach mal das Volumen mal 2. Und das wären jetzt hier 0,093 Kubikmeter, also sagen wir mal 0,1 Kubikmeter. Das wäre ein Maß, mit dem ihr zu eurem Holzlieferanten gehen könnt. Wie ist das jetzt, wenn ihr relativ wenig Holz bestellen möchtet? Relativ ist natürlich relativ. Deswegen, ganz ehrlich, ruft einfach euren Holzlieferanten an und fragt den einfach mal, hey, schau mal, ich brauche nicht so viel, ich habe eine Hobbywerkstatt. Wie sieht es denn das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel 0,1 Kubikmeter bei dir kaufen wollen würde? Wenn es ein cooler Holzlieferant ist, dann wird er sehr wahrscheinlich sagen, komm mal vorbei, da finden wir wahrscheinlich eine Lösung. Oder er sagt vielleicht, ja, schau mal, wir haben jetzt hier eine Bohle, ich habe jemanden auf dem Lager gefragt, die hat jetzt 0,2 Kubik, willst du die haben?
Das wäre jetzt zum Beispiel das Ding, was passieren würde, wenn ihr einfach mal lieb fragt. Was waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Holzgroßhändler? Ich mache mir immer den übelsten Kopf für alles und deswegen habe ich mir das damals auch alles schon so ein bisschen gedacht. Also habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn dort kaufen, was für den Holzlieferanten auch wirklich bei kleinen Mengen weniger Arbeit ist? Das war Multiplex. Kleine Platten. Was sind kleine Platten? Was sind große Platten? Das, was ihr gerade gesehen habt, hier diese Platten. 2,5 Meter auf 1,25 Meter sind, oh Gott, das sind kleine Platten. Jetzt gibt es noch große Platten. Ich glaube, die sind 3,50 Meter auf 2,50 Meter, weiß ich nicht genau. Habe ich nie bestellt, weil die halt echt unhandlich sind, wenn man eine Plattensäge hat. Super geile Sache. Aber ich habe immer kleine Platten bestellt. Da habe ich angerufen, habe ich gefragt, okay, kann ich fixen? Konto bei euch eröffnen? Müsst ihr auch fragen, ob die nur an Firmenkunden oder auch an Privatkunden verkaufen. Normalerweise würden sie wahrscheinlich auch an Privatkunden verkaufen. Also habe ich gesagt, ist es okay, wenn ich 2 12 mm Multiplexplatten kaufen kann? Da hat er gesagt, okay, hier ist noch der Preis. Oder ich habe gefragt, kannst du mir den Preis am Telefon gerade einmal fix durchgeben? Da habe ich gesagt, okay, kann ich vorbeikommen, das ganze Zeug kaufen. 2 Multiplexplatten, 12 mm Stärke, vor ein paar Jahren, war noch relativ günstig. Heute ist es ein bisschen teurer geworden. Also, die ersten paar Touren beim Holzgroßhändler habe ich meistens Multiplex gekauft. Ich weiß nicht, ist das nur im Saarland so? Wahrscheinlich nicht. Da unterhält man sich natürlich ein bisschen mit den Leuten und sagt, ja, ich fange ein bisschen an mit Holzwerk und ne, und das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt so ein Stück Holz kaufen würde? Wie rechnen ihr denn das aus? Das heißt, kauft vielleicht mal eine Platte Multiplex. Die braucht man ja sowieso meistens in der Werkstatt. Und gebt euch selbst einen Grund, dass ihr zum Holzlieferanten fahrt und dann den erstmal kennenlernt. Für die Leute, die wirklich Panik haben, zu viel Geld auszugeben. So habe ich es damals gemacht. Also meine ersten Bestellungen waren tatsächlich nur Multiplexplatten. Ich habe am Anfang die ersten 3, 4, 5 Käufe habe ich wirklich nur 12er Multiplexplatten oder 9er Multiplexplatten gekauft. Das waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Holzlieferanten. Und immer wenn ich dort angekommen bin, habe ich auch gesagt, ja hier, ich bin der Multiplexplattenmensch. Ich kaufe immer nur die Multiplexplatten bei euch. Da haben sie auch gelacht. Kann wahrscheinlich nie schaden. Zu der Zeit habe ich natürlich schon so ein bisschen mit Massivholz gearbeitet. Also woher habe ich das Massivholz? Zu der Zeit habe ich öfter so auf eBay Kleinanzeigen geschaut. Okay, hier bietet gerade jemand einen ganzen Palettenstapel Buchenholz an. Ich hatte zu der Zeit noch gar keine Ahnung, was das Holz beim Holzgroßhändler kostet und dachte halt, dass das wirklich ein super, super guter Preis war. War damals auch, glaube ich, ein guter Preis, weiß ich aber nicht. Da habt ihr natürlich ein paar Nachteile. Wenn ihr die Quittung oder die Rechnung braucht, ist das bei Kleinanzeigen teilweise ein bisschen schwierig. Es ist möglich mit einem Quittungsbogen, aber viele Leute wollen das halt eben nicht machen. Deswegen da mal nur die Seiteninformationen. Als Firma ist das natürlich super blöd, weil ihr braucht eine Rechnung, damit ihr das angeben könnt. Der nächste Punkt ist, der Privatmann ist kein Holzlieferant. Das heißt, der Privatmann hat diese 5 Bohlen dort liegen und das sind seine 5 Bohlen. Der misst die Länge, der misst die Breite, die Risse sind ganz egal. In den meisten Fällen, wenn ihr einen blöden Preis habt, sind die viel, viel teurer als im Holzgroßhandel. Also, wenn ihr mal einen guten Preis auf eBay Kleinanzeigen oder sonst wo findet, dann kann das okay sein. Wenn ihr keine Rechnung braucht, kauft es euch, legt es euch ins Regal. Nur der negative Punkt ist halt auch, dass ihr da keine Ahnung habt, ist das kammergetrocknet, liegt das 10 Jahre, wie er es angesprochen hat, oder liegt es irgendwie erst seit 2 Jahren. Das war bei mir damals so. Die meisten Projekte, die ich mit dem Holz damals gebaut habe, haben sich irgendwie geworfen, weil das Holz halt wahrscheinlich nicht richtig trocken war. Aber auch nur eine Seiteninformation. Wie sah der erste Massivholzeinkauf bei meinem Lieferanten aus? Ich war ja schon öfters dort. Ich habe die Bohlen gesehen, die sind meistens zwischen 3 und 6 Meter lang. Teilweise sind sie auch noch länger. Und da habe ich schon gewusst, da muss ich eine Kettensäge mitnehmen. Ich brauche einen Anhänger, ich muss die schon vorher ein bisschen runterschneiden, weil sie sehr wahrscheinlich alle viel zu lang sein werden. Habe ich angerufen, habe ich gefragt, ist das okay, wenn ich das bei euch einfach vor Ort runterschneide? Ja, natürlich, ist kein Problem. Die hatten sogar eine eigene Kettensäge. Also man mag es nicht glauben, aber die schneiden auch teilweise selbst dann im Holzlager einfach ein paar Bohlen runter, wenn sie dann 8 oder 9 Meter lang sind. Ich hole mal eine Bohle, ich zeige euch mal, wie ich gedacht habe damals, wie die das Volumen ausrechnen. Hier sehen wir jetzt ein schönes Eschenbrett und ich habe damals wirklich gedacht, dass die das Holz exakt ausrechnen, wie viel Holz auch dort ist oder wie viel Holz hier jetzt liegt. Das heißt, hier einen Strich ziehen, mit der Schräge verrechnen. Hier oben ist es ja schmäler, hier unten ist es breiter. Ich habe echt gedacht, dass sie das genau ausrechnen. Aber so wird es nicht gemacht. Jetzt zum Verständnis. Das hier ist eine 27er Bohle. Das ist nicht so viel Holz. Und das bedeutet wiederum, dass der Mitarbeiter beim Holzlieferanten sich jetzt nicht mühselig hinstellen wird und das ganz exakt ausrechnen wird. Wenn ihr einen guten Holzlieferanten habt, wird er das immer für euch ausrechnen. Wenn nicht,
Ist halt blöd, aber das sind dann auch Erfahrungswerte, die euch einfach nur klüger machen. Bei diesen Bohlen ist es jetzt auch so, dass ich hier nicht so viele Markierungen auf diesen Brettern hier sehe. Aber als ich 52er Material gekauft habe, ich es damals dort abgeholt habe, war ich echt verwundert, wie viele Striche und wie viel hier weg und wie viel hier weg, wie viel das wirklich ist. Das heißt, bei diesen Brettchen, das ist nicht viel Holz für den Lieferanten, das sind wirklich kleinste Mengen für den Lieferanten, werdet ihr nicht so viele Markierungen drauf sehen. Zumindest ist es jetzt mal bei mir so, bei dem Holz, was ich gekauft habe. Wenn ihr jetzt 0,2 Kubikmeter 52er Ware bestellt, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt nur 27er Ware bestellt, deswegen kann ich es euch nicht genau zeigen, aber wir werden jetzt hier einfach mal nachgehen und schauen, okay, was steht denn hier drauf? Wie groß sind die Bohle eigentlich? Wir sehen hier eine Länge, 2,28 Meter. Jetzt messe ich einfach mal die Länge. Und die Bohle hat natürlich keine 2,28 Meter, sondern 2,40 Meter. Das hier müsst ihr schon mal nicht bezahlen. Hier haben wir jetzt natürlich relativ viele Haarrisse drin. Das ist jetzt nicht wirklich großartig nutzbar, soll für euch aber nur bedeuten, dass ihr müsst ihr auch nicht bezahlen. Der Holzlieferant wird es auch nicht anfangen, die Diagonale hier irgendwie zu nehmen und zu schauen, wie viel Volumen das Ganze hat. Es gibt da sowas, das nennt sich, glaube ich, mittlere Breite, das heißt unten die Breite messen, oben die Breite messen, addieren durch 2 und das ist halt eben die mittlere Breite. Und das heißt, sehr wahrscheinlich wird er hier, ich zeige es euch mal genauer, ungefähr so vorgehen. Okay, das kann man hier auch so ein bisschen anpeilen, dass dieses Material hier auch weggerechnet wird und wahrscheinlich gar nicht mal mitberechnet wird. Hier haben wir noch eine Bohle, 2,50 Meter ist angegeben. Das bedeutet, das müsst ihr auch nicht berechnen. Das müsst ihr nicht bezahlen, das meine ich natürlich. Jetzt ist es hier aber schon direkt so, wenn ich das Ganze verarbeite, werde ich das hier abkappen und hier in der Mitte auftrennen und da habe ich hier dieses Stück quasi umsonst. Hier steht jetzt noch eine 26 drauf, das ist die Breite von der Bohle. Wir messen jetzt einfach mal hier bis auf den Splint, also innerhalb des Splints, hier haben wir 18 cm. Hier haben wir 45. Das bedeutet, 18 plus 45 sind um die 30 cm und hier stehen 26 cm, das heißt links und rechts 2,5 cm oder 3 cm. Da wollen wir jetzt mal nicht ganz genau sein, müsst ihr auch nicht bezahlen. Um das mal zu veranschaulichen, das würde hier dann in etwa so aussehen. Das hier ist das Brett, was ihr gekauft habt, beziehungsweise was berechnet wurde. Und das hier ist nicht nutzbar, in dem Sinne, wurde also auch nicht berechnet. Das heißt, ihr seht, es ist gar nicht so wild. Noch ein Beispiel. Hier sind 3,75 Meter als Länge angegeben. Dieser blaue Strich hier gibt an, dass links das Material nicht mitberechnet wird. Hier seht ihr die Striche, die ich eben gemacht habe. Die sind jetzt vom Holzlieferanten. Das bedeutet, diese Breite hier wurde angenommen. Hier haben wir 4 Meter, das heißt 30 cm wurden hier weggerechnet. Hier haben wir 19 cm angegeben. Das bedeutet, dass dieses Brett hier auch mehr als fair berechnet wurde. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den Preisen. Ich habe noch niemanden auf YouTube gesehen, der mal wirklich gesagt hat, was das gekostet hat. Man sagt immer, ja, hier dieses geile Holz, das kostet 3000 Euro den Kubikmeter. Aber niemand hat gesagt, okay, ich habe jetzt für diese 5 Bohlen eigentlich ziemlich wenig bezahlt, weil das gar nicht so viel Holz ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich habe relativ viel Eichenholz in der letzten Zeit verarbeitet. Ich wollte mal wissen, was zum Beispiel Buchenholz und Eschenholz kostet. Und jetzt hier ein paar Preise. Buchenholz liegt bei 850 Euro den Kubikmeter. Eschenholz liegt bei 890 Euro den Kubikmeter. Eichenholz liegt bei 1640 Euro den Kubikmeter. Und das sind so die drei Hölzer, die mir eigentlich relativ gut gefallen. Deswegen sind das so die Haupthölzer, die ich jetzt in der letzten Zeit erstmal hatte. Eichenholz habe ich jetzt nicht bestellt, weil ich mal die anderen Hölzer auch noch verarbeiten wollte. Das sind auch tolle Hölzer. Sind ein bisschen günstiger und gerade wenn ich daraus dann die Werkstattmöbel baue, ist das wirklich eine feine Sache. Wie gesagt, nagelt mich nicht auf die Preise fest. Es gibt auch Paketpreise. Zum Beispiel war es bei meinem Holzlieferanten so, ich bin zu dem ins Lager, habe mir dann einen Stamm angeschaut und habe gesagt, ja, was ist denn mit denen? Und da haben die halt eine Preisliste, haben das irgendwie mal vor ein paar Wochen, wenn das nicht verkauft wurde, geschaut, wie viel Volumen dieser Stamm hat. Die haben den umwickelt und haben gesagt, den gibt es nur paketweise, aber dann ist der Kubikmeterpreis halt eben auch ein bisschen günstiger. Da habe ich mir auch kurz überlegt, ob ich mal einen ganzen Stamm kaufe, aber ich wollte zwei Holzsorten haben, deswegen habe ich diese Variante hier gewählt. Also wenn ihr ganze Stämme kauft, es gibt auch kleine Stämme, es gibt nicht nur 6 Meter lange Stämme, ist das auch wiederum günstiger. Beispiel, ein Schreiner, der viele Schubladen baut, braucht relativ viel Eichenholz und 27 mm Stärke. Da lohnt sich das natürlich voll, weil so ein Eichenstamm, selbst wenn er nur 3/4 von braucht, wird er auch für die nächsten Möbel dann auch noch dafür benutzen können. Deswegen macht das auch so ein bisschen Sinn, mit solchen ganzen Stämmen, die dann auch ein bisschen kleiner sind,
das halt eben so zu machen. Wie viel Holz habe ich bestellt? Natürlich macht es Sinn, wenn man weiß, was man baut, dass man sich ausrechnet, wie viel Kubik man braucht, mal zwei vielleicht, und dass man dann eben eine ungefähre Hausnummer hat. Ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Holz bestellt, weil ich nicht genau weiß, was ich alles daraus baue. Deswegen habe ich einfach mal 0,2 Kubikmeter Buche bestellt und 0,2 Kubikmeter Eche. Jetzt schauen wir mal hier auf den Lieferschein. Buche sind es 0,236 Kubikmeter geworden. Natürlich schneidet er das Holz nicht vor Ort ab, um dann irgendwie auf meine 0,2 Kubikmeter zu kommen. Deswegen ist es ein bisschen mehr. Eschenholz. Oh, Emma, muss ich kotzen. Oh, oh. Oh, Emma. Oh, fuck, was hast denn du gefressen für Rotz? Oh, mach doch sowas nicht, ey. Die Emma ist zwar schon 13 Jahre alt, aber ist immer noch so blöd, dass sie Kreppband frisst. Emma, warum frisst du Kreppband? Wo bin ich stehen geblieben? Bei Eschenholz. Ich habe 0,2 Kubikmeter Eschenholz bestellt. Ich habe jetzt 0,218 Kubikmeter bekommen. Ich rechne einmal fix aus, wie viel Geld das ist. Also, ich habe hier ungefähr für 200 Euro Buchenholz liegen und für 200 Euro Eschenholz. Das, was ich euch genannt habe, sind Nettopreise. Das bedeutet, da müsst ihr die Mehrwertsteuer halt eben noch draufrechnen. Und dann wisst ihr, wie viel ich für dieses Holz hier bezahlt habe. Also die Plattenwerkstoffe sind in den letzten Wochen und Monaten wirklich, wirklich deutlich teurer geworden. Und das war für mich halt eben der Grund, dass ich jetzt mehr Massivholz bestelle, weil ich habe hier die Möglichkeiten, um Plattenmaterial ziemlich easy peasy herzustellen. Ich habe ein bisschen Multiplex noch bestellt und da gebe ich euch auch ein paar Preise durch. Die kleine Multiplex-Platte in 9 mm Stärke kostet um die 60 Euro. Und in 15 mm kostet die um die 78 Euro und in 12 mm Stärke um die 72 Euro. Ich habe euch bei Instagram gefragt, ob ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, weil ich jetzt ja schon ein relativ offenes Video dazu gemacht habe mit diesen ganzen Erfahrungen, die ich halt eben gesammelt habe. Deswegen werde ich hier noch fix ein paar Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, wo hast du das Holz gekauft? Dieses Holz hier habe ich bei Dieb und Hans gekauft. Kann ich total empfehlen. Alles, was ich euch jetzt berichtet habe, war von diesem Holzlieferanten. Super nettes Team, super cooles Team. Auch als ich damals weniger Material gekauft habe, als ich damals das Material noch dort abgeholt habe, auch überhaupt kein Problem. Ich habe gefragt, okay, wie sieht es denn aus, wann passt es denn bei euch? Und dann haben die gesagt, okay, komm um die Nachmittagszeit. Wir haben jetzt noch viele Touren, die wir fahren müssen. Wie gesagt, cooles Team, sehr, sehr fair und sagt liebe Grüße, wenn er auch vorbeifährt. Wie erkenne ich, dass es ein fairer Holzhändler ist? Also es gibt Abzüge für Splint etc. Ganz ehrlich, ruft einfach an und wenn die cool am Telefon sind, dann werden sie wahrscheinlich nicht uncool vor Ort sein. Deswegen, ich denke, hier ist das Beste, einfach mal ausprobieren, hinfahren oder direkt zu Dieb und Hans fahren. Wie viel Prozent bestellst du mehr, um den Verschnitt zu kompensieren? Habe ich ganz am Anfang vom Video so ein bisschen schon erzählt. Also wenn ich genau weiß, wie viel Holz ich brauche, rechne ich mit 50%. Also sagen wir mal, ich brauche 0,1 Kubikmeter plus die Hälfte, also 0,15 Kubikmeter. Je nachdem, was es dann für eine Zahl ist, bestelle ich sowieso ein bisschen mehr, um es dem Holzlieferanten dann auch ein bisschen einfacher zu machen. Wenn ihr aber wirklich kleinere Mengen bestellt, dann habe ich es einfach mal zwei genommen. Hier ist noch eine richtig gute Frage. Siehst du vorher, was du kaufst oder wird geliefert und da entsteht der erste Kontakt zur Bohle? Nun ist es bei mir so, ich brauche diesen ersten Eindruck von der Bohle nicht. Eichenholz ist Eichenholz, Buchenholz ist Buchenholz. Für mich ganz wichtig, wenn ihr natürlich irgendwie eine Schreinerei habt, ist das wieder was anderes. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ihr jetzt irgendwie kein Eichenholz sucht, wo irgendwie der eine Riss an der einen Stelle ist, weil ihr wisst, dass die Bohle dann dorthin kommt. Gehe ich mal nicht davon aus. Deswegen bestelle ich mittlerweile einfach die Kubikmeteranzahl an Material, was ich halt eben brauche und das wird hierher geliefert. Ich habe es am Anfang ja selbst abgeholt, aber das ist halt für mich persönlich einfach ein riesen Nachteil. Ich muss nachmittags dorthin fahren. Das ist quasi, es ist nicht einmal zu weit weg, aber es ist dann halt die eine oder zwei Stunden, die ich halt eben mit normaler Arbeit hier drin Sinnvolleres anstellen könnte. Deswegen bestelle ich mittlerweile das Holz. Ich weiß, okay, das wird alles richtig gut verrechnet. Ich weiß, was ich da bekomme. Die Lieferanten sind auch mega entspannt und deswegen bestelle ich mittlerweile. Kauft ihr zum ersten Mal Massivholz, geht vielleicht hin und sagt, okay, ich hätte gern die Bohle. Dann rechnet er aus und ihr seht, oh, das ist nur 0,4 Kubikmeter oder 0,04 Kubikmeter. Also, da hätte ich gern die Bohle auch noch. Dann kauft ihr irgendwie für 100 Euro Holz und ihr habt richtig viel Holz und es tut auch wirklich nicht so weh. Warum kaufst du was, wenn du selbst Holz hast? Das ist ein richtiger Zungebrecher, ne? Ihr seht hier so ein bisschen Holz, was ich selbst aufgetrennt habe. Das ist wieder was ganz, ganz Eigenes, ne? Also,
Das lohnt sich in meinen Augen nur, wenn man wirklich günstig oder nahezu kostenlos vielleicht an so einen Holzstamm rankommt. Da macht das natürlich Sinn, das Holz nicht zu Brennholz zu verkloppen, sondern da vielleicht eine Bohle rauszuschneiden. Und wenn mal der Tag der Tage kommt, dass ein paar Monate und Jahre vergangen sind, dann kann man sich so ein Stück Holz nehmen, kann davon ein kleines Brettchen bauen, wenn die Bretter halt wirklich so klein sind wie hier. Und dann ist das eine feine Sache. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt einen Badschrank zum Beispiel bauen, wie in dem letzten Projekt, dann ist das halt hier schwierig, ne? Wenn wir hier genau gleich vorgehen würden mit dem Verschnitt, wie wir es auch bei den Brettern hier haben, dann hätten wir hier quasi kein Holz. Also das hier sehe ich wirklich für speziellere Projekte. Wenn ich mal wirklich was Kleines habe und ich wirklich das hier benutzen will, dann ist das cool. Aber wirklich für große Projekte ist es halt nicht genug. Da müsste man schon sehr, sehr viel auftrennen. Manche Dinge kommen für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen unsinnig vor, denn ich habe mir ein Sägewerk gekauft und gleichzeitig sage ich, ja, es lohnt sich nicht, selbst geschnittenes Holz zu benutzen. Das liegt nur daran, wenn ich das jetzt noch ganz genau erzähle, dann wird das Video ja noch viel zu lang und ich will es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich habe das Sägewerk hier gebaut, weil ich auf das Projekt Bock hatte und weil ich halt eben öfters mal an einen Baumstamm rankomme. Und da passt das halt ganz gut. Ich kann das schneiden, ich habe einen Lagerplatz, dort kann ich es hinlegen. Und wenn dann mal der Tag der Tage kommt, dann kann ich sagen, okay, komm, ich hole die Bohle. Ist auch ganz schön. Aber nur darauf zurückzugreifen ist halt super schwierig, weil da müsst ihr wirklich kubikmeterweise Holz auftrennen, weil das muss ja auch noch trocknen. Ein Zentimeter, ein Jahr. Da muss man schon viel aufstrennen, damit man genügend Holz immer zur Verfügung hat. Hast du einen Tipp, wie man kleine Mengen bekommen kann? Also ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was beim Holzlieferanten eine kleine Menge und eine große Menge ist. Für mich, für meine Einschätzung, ist das hier für den Lieferanten immer noch eine super, super kleine Menge. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel du brauchst. Deswegen würde ich dir empfehlen, einfach mal anrufen, fragen. Und am meisten macht es ja echt wirklich Sinn, die Leute zu fragen, die sich darum kümmern und das jeden Tag machen. Und ich kenne es selbst, ich habe oft gegoogelt, was kostet Eichenholz, und teilweise sind da die Informationen, die man bekommt, echt total aus der Nase gezogen und stimmen gar nicht. Deswegen ruft einfach mal einen Holzlieferanten bei euch in der Nähe an und fragt ihn direkt am Telefon. Ich merke ganz klar, meine Stärke liegt nicht darin, irgendwas vor der Kamera zu erzählen. Meine Stärke liegt darin, irgendwas vor der Kamera zu bauen. Also, deswegen, schau gerne mal bei dem Video vorbei. Dort baue ich auch wieder was und kommt unten, packe ich auch noch was rein, wo ich was baue. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.